Ja, vielen Dank, Herr Ströbel, für die freundliche Einführung. Ich freue mich, hier berichten zu dürfen. Es wird eine spannende Aufgabe. In 20 Minuten will ich über primäre und sekundäre ZNS-Lymphome berichten. Was gibt es da Neues? Das ist eine ganze Menge, deswegen fangen wir direkt an. Primäre ZNS-Lymphome, ganz kurz, was ist das? Das ist ein B-Zell-Lymphom. Es gibt aber einige Besonderheiten zu beachten. Es ist eine ausgesprochen seltene Erkrankung, ungefähr 0,5 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner pro Jahr, und auch unter den extranodalen Non-Hodgkin-Lymphomen ist es ein seltenes mit 2 bis 3%. Das bedeutet, wir haben relativ wenige Daten, auf denen wir unsere Therapieempfehlung fußen können. Es tritt an einem besonderen Ort auf, nämlich dem Gehirn, begrenzt durch die Schädelkalotte. Das heißt, es gibt wenig Platz, was bei einem schnellen, wachsenden, aggressiven Tumor natürlich ein Problem ist. Das führt häufig zu einer herausfordernden Klinik, zum Beispiel tritt auf Wesensveränderungen, kognitive Defizite, Paresen. Das bedeutet oft, dass wir erschwerte Therapiebedingungen vorführen. Und auch die Therapie ist gänzlich anders, wie wir das sonst von B-Zell-Lymphomen kennen. Sie ist mehr aufgebaut wie eine Leukämietherapie, die wir trennen in eine Induktionstherapie und eine Konsolidierungstherapie. Das heißt, wir haben hier auch mit erhöhten Toxizitäten zu tun. Ganz kurz, das wissen Sie wahrscheinlich alle noch, die eigentliche Standardtherapie für so ein aggressives B-Zell-Lymphom ist ja seit ungefähr 40 Jahren die Therapie nach CHOP. Und das hat man natürlich ausprobiert, damals noch gegen die Ganzhirnbestrahlung. Das funktioniert im Kopf natürlich sehr, sehr gut. Und da hat man dann CHOP dazugegeben. Und Sie sehen hier links, das ist überhaupt kein Nutzen für den Patienten. Und warum ist das so? Die CHOP-Therapie kann die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden. Es gibt keine Wirksamkeit im zentralen Nervensystem. Die Nebenwirkungen haben Sie natürlich aber trotzdem. Das heißt, CHOP ist hier keine gute Idee. Was war dann aber eine gute Idee? Man hat letztendlich einen Weg gesucht, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden und eine effektive Systemtherapie zu erreichen. Und die erste Substanz, die sich hier wirksam gezeigt hat, war das hochdosierte, wirklich hochdosiert im deutlichen Grammbereich Methotrexat, das als Monosubstanz hier eine Wirksamkeit zeigen konnte. Als dann klar war, okay, man kann eine Chemotherapie auch für diese Patienten machen, hat man das versucht weiter zu verbessern und hat zusätzlich eine zweite Substanz hinzugefügt, nämlich das ARAC, das Cytarabin. Und letztendlich, das sehen Sie hier rechts, auch die zusätzliche Gabe von ARAC hat die Behandlung dann nochmal besser gemacht. Auch hier das kleine Plutoniumzeichen. Diese Patienten sind am Ende natürlich alle Ganzhirn bestrahlt worden. Ja. Aber wir konnten hier dann eben deutlich sehen, okay, eine Chemotherapie für diese Patienten ist möglich. Letztendlich hat man dann diesen Gedankenzug immer weiter verfolgt und hat die Therapie immer intensiver gemacht, weil man eben gemerkt hat, okay, man kann das Gehirn erreichen, man kann eine Wirksamkeit erzielen, hat eine weitere Chemotherapiesubstanz hinzugeführt, das Tiotepa, und den dann auch neuen Antikörper Rituximab, der CD20, adressiert. Und das ist hier die berühmte IDSG-32-Studie, die lilane Kurve, die bei knapp über 60% Overall Survival ankommt, mit dieser doch sehr intensiven Therapie, das sogenannte Matrix-Regime. Auf der rechten Seite sehen Sie Konsolidierung, das ist in dieser Studie auch neu entwickelt, neu geprüft worden. Die Ganzhirnbestrahlung ist getestet worden gegen ein neues Prinzip, nämlich die Hochdosis-Chemotherapie mit autologer Stammzelltransplantation. Und Sie sehen hier, die sind zumindest gleich effektiv. Was aber natürlich klar ist, eine Ganzhirnbestrahlung hat eine deutliche Neurotoxizität. Deswegen hat man sich in der Folge entschieden, dass man für geeignete Patienten als Standard natürlich die Hochdosis-Chemotherapie wählen möchte. Und das war dann letztendlich der Ausgangspunkt der Matrix-Studie, die jetzt aktuell auf dem ESH die Daten präsentiert hat. Die Publikation ist in Vorbereitung. Die Fragestellung war, können wir diese Konsolidierung mit der Hochdosis-Chemotherapie vielleicht besser oder verträglicher machen, mit einer anderen Chemotherapie, die nicht kreuzresistent ist zu dem Matrix-Protokoll. Das heißt, Therapie viermal Matrix, so wie wir das schon kannten, und dann die Konsolidierung mit der Hochdosis oder eben dem RDWG-Protokoll. Und Sie sehen, für eine seltene Erkrankung ist das doch eine wirklich große, große Studie. 346 Patienten haben hier die Induktionstherapie angefangen. Und Sie sehen, dann verlieren wir doch einige Patienten auf dem Weg zur Konsolidierung. Konsolidierung heißt, das ist die Randomisierung hier. Nur 230 Patienten kommen an. Und wo verlieren wir sie? Wir verlieren sie in der Toxizität, Nebenwirkung. Wir verlieren sie aber auch bei ungenügender Tumorkontrolle, also progrediente Erkrankung, PD hier genannt. Großes Problem ist die Treatment-Related Mortality, also Patienten, die unter der Behandlung versterben, hier 3,8%. Das ist ehrlich gesagt nicht überraschend viel. Das haben wir in den anderen Studien mit dem Matrix-Protokoll auch gesehen, weil es eben so intensiv ist. Ja. 13 Patienten, 11 davon sind verstorben an infektiösen Komplikationen durch die immunsuppressive Wirkung.
Wenn wir das Ansprechen anschauen, das habe ich Ihnen hier mitgebracht, auf der linken Seite Konsolidierung mit RD-Weg, auf der rechten Seite mit der Hochdosis-Chemotherapie in der Stammzelltransplantation. Sie sehen auch jeweils der linke Balken, das ist das Remissionsergebnis nach der Induktionstherapie mit Matrix. Und Sie sehen, die Randomisierung war gut, das ist sehr ausgeglichen, 40 zu 39,5% komplette Remissionsrate und dann ähnlich die partielle Remissionsrate. Und dann interessanterweise die Remissionsraten nach der Konsolidierung mit der Hochdosis oder mit der anderen Chemotherapie eigentlich auch relativ vergleichbar. CR-Rate 65% gegen 67%, das macht den Kohl wahrscheinlich nicht fett. Und auch die PR-Rate ist nicht massiv unterschiedlich, sodass man sich denken könnte, Mensch, diese Studie hat vielleicht gezeigt, dass wir mit einer weniger intensiven Therapie den Patienten auch gerecht werden können. Wir schauen uns jetzt allerdings das progressionsfreie Überleben nach 3 Jahren an und hier sehen wir überraschenderweise einen doch deutlichen Unterschied. 53% mit der RD-Weg-Konsolidierung, 79% mit der Hochdosis-Chemotherapie und der autologen Stammzelltransplantation. Das heißt hier große Unterschiede. Nächste Frage ist dann natürlich ganz klar, übersetzt sich das auch ins Overall Survival? Und das tut es tatsächlich. 71% Overall Survival nach 3 Jahren mit der DEWIG-Konsolidierung, 86% mit der Hochdosis-Chemotherapie, Hazard Ratio 0,456, das heißt eine 54% niedrigere Sterbewahrscheinlichkeit, wenn man mit der Hochdosis-Chemotherapie konsolidiert hat. Das heißt, das Ergebnis der Matrix-Studie, so wie es jetzt publiziert werden wird, ist ganz klar, als Konsolidierung brauchen wir weiterhin diese doch sehr intensive Hochdosis-Chemotherapie mit autologer Stammzelltransplantation. Die Alternative, nicht kreuzend RD-Weg, ist nicht gleichwertig, sondern ist deutlich schlechter. Das Protokoll soll deswegen jetzt weiterentwickelt werden. Nachfolgeprotokoll läuft, auch Göttingen nimmt natürlich teil. Die Optimate-Studie, die sehen Sie hier, die Konsolidierung, das ist jetzt klar, das bleibt die Hochdosis-Chemotherapie. Und wir versuchen jetzt aber, den Induktionsblock wieder besser zu machen. Matrix, Standard ist 4-mal, das wird jetzt abgekürzt, das sehen Sie auf der rechten Seite, nur noch 2-mal Matrix. Und davor gibt es einen Zyklus nur RMTX, das heißt ein weniger intensives Protokoll. Warum ist das so? Am Anfang hatten wir gesagt, die Patienten sind anfangs durch die Erkrankung oft gezeichnet in einem schlechten Zustand und oft haben sie eine lange Steroid-Vortherapie, Cortison, und sind deswegen besonders anfällig für Infektionen. Und wir haben in den Studien gesehen, dass insbesondere diese schlimmen Toxizitäten, die Todesfälle, im ersten Zyklus auftreten. Deswegen hat man gesagt, okay, wir müssen den ersten Zyklus ein bisschen weniger intensiv machen, um den Patienten fit genug zu machen für die folgende Matrix-Therapie. Also ein sehr, sehr schlaues klinisches Konzept und wir sind gespannt, ob man damit diese Therapie noch besser machen kann. Das waren jetzt die jungen, fitten Patienten. Was machen wir mit den älteren Patienten? Das ist eine ältere Studie, die PREMAIN-Studie, bisschen anderes Denkprinzip, wieder eine Induktionstherapie, wieder MTX-basiert, wie wir das kennen. Hier kommt Procarbazin dazu. Dann gibt es aber keine Konsolidierung, sondern es gibt eine Erhaltungstherapie, auch mit dem Procarbazin. Und bei diesen älteren Patienten, man hat das initial versucht, auch noch intensiver zu machen, Lomusin dazu, das war nicht besser. Also für ältere Patienten ist mehr Chemotherapie eben nicht immer einfach besser. Wenn wir uns das Ansprechen anschauen, ungefähr 40% Langzeitüberleben, das ist natürlich deutlich weniger, als wir in der Matrix-Studie gesehen haben, ist es aber natürlich auch ein deutlich anderes Patientenkollektiv. Sodass sich hier die Frage ergibt, Mensch, jetzt bin ich vielleicht etwas über 70, aber doch noch eigentlich fit, können wir diesen Patienten vielleicht so eine Mischung anbieten oder können wir die Hochdosetherapie hier tatsächlich zugänglich machen? Und das ist im Rahmen der MARTA-Studie geprüft worden. Ja, wir sehen hier den Induktionsblock, der ist deutlich verkürzt, nur 2 Blöcke Chemotherapie und letztendlich ganz altbekannte Substanzen, MTX und ARAC, das war ja die 2. Studie, die wir gesehen hatten. Ja. Plus eben der Antikörper Rituximab, der keine große Toxizität da hinzufügt. Und nach diesen 2 Zyklen geht es direkt in die Hochdosis-Chemotherapie, altersangepasst ein bisschen reduziert, aber durchaus intensiv mit Stammzelltransplantation. Und jetzt könnten Sie natürlich sagen, okay, das sind wahrscheinlich alles Patienten, die sind 71 und relativ fit. Lernen wir da wirklich mehr über die älteren Patienten? Und deswegen habe ich Ihnen hier einmal die Patientencharakteristika mitgebracht, wenn Sie sich hier das mediane Alter anschauen, 72 Jahre. Aber wenn man es dann in diese 5-Jahres-Blöcke aufteilt, dann geht es tatsächlich relativ gleichmäßig hoch bis zu 80-jährigen Patienten, die hier mit einer Hochdosis-Chemotherapie behandelt werden konnten.
Sie sehen hier, kleine Studie, ja, 51 Patienten wurden behandelt in der Hochdosis. Sie sehen, unterwegs verlieren wir wieder einige Patienten. Kommen 36 Patienten an. Ganz kurz, wo verlieren wir die Patienten? Hier ist weniger der Progress das Problem, sondern weiterhin die Toxizität. Also obwohl wir die Therapie deutlich abgespeckt haben, ist das natürlich trotzdem eine knackig intensive Chemotherapie. Und zusätzlich sind dazu gekommen zerebrovaskuläre Ereignisse, Schlaganfälle, ne? Kann man sich gut vorstellen, ältere Menschen kriegen sowieso mal einen Schlaganfall, dann noch einen aggressiven Tumor im Gehirn, das ist hier aufgetreten. Ja. Trotzdem, 71% sind durch die Induktion gekommen, das ist auch im Vergleich mit der Matrix-Studie mit den jungen, fitten Patienten ein sehr respektables Ergebnis. Was macht das mit den Patienten? Einmal über alle Patienten geschaut, ein Jahres progressionsfreies Überleben 58,8%, das ist schon mal gut. Und auch das Gesamtüberleben nach einem Jahr 62,7%, also durchaus respektables Ergebnis. Jetzt werden Sie mich natürlich fragen, ja, und was macht jetzt eigentlich die Hochdosis, was mit den 36 Patienten? Und das habe ich Ihnen hier mitgebracht, ein Jahr progressionsfreies Überleben 77,8% und dann Overall Survival. Und ich will noch mal daran erinnern, aggressives Lymphom im Gehirn, intensive Therapie, Patienten bis 80 Jahre alt, ein Jahresüberleben 80,6%. Also das ist wirklich ein spektakuläres Ergebnis. Ich glaube, ein anderes Wort trifft das einfach nicht, das hier erzielt werden konnte. Dieses Protokoll soll jetzt weiterentwickelt werden, wird weiterentwickelt in der PRIMA-ZNS-Studie. Und hier kommt das, was man sich natürlich auch als Onkologe am allermeisten gewünscht hat, nämlich tatsächlich der Head-to-Head-Vergleich des PREMAIN-Protokolls, das wir vorhin gesehen haben, mit der Erhaltungstherapie gegen das MATA-Protokoll und sozusagen die semantische Klammer der Studiengruppe, auch hin zur Optimate-Studie. Hier ist wieder diese Vortherapie mit nur RMTX, um tatsächlich den Patienten fitter zu machen für die Therapie, die da noch kommt. Auch ein sehr, sehr spannendes Protokoll und ich bin sehr gespannt, was wir da lernen werden. Mit den Daten, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, die teilweise eben noch nicht publiziert, aber in Vorbereitung sind, können wir jetzt einen Ausblick wagen in die Leitlinie für primärzerebrale Lymphome, die ich Ihnen hier zeigen darf, die hoffentlich bald auch publiziert werden wird. Wie wird ein Patient jetzt in Deutschland behandelt? Jünger, 70 Jahre, so wie wir es gesehen haben, mit Matrix. Wenn er für Matrix nicht geeignet ist, analog PREMAIN. Älter, 70 Jahre, mit MATA, so wie wir es gesehen haben, wenn er für MATA nicht geeignet ist, mit PREMAIN. Für die Patienten, die sowohl für eine Hochdosis Chemotherapie als auch für MTX nicht geeignet sind, wird empfohlen Rituximab plus ein orales Alkylanz oder dann eben doch so früh in der Sequenz die Ganzhirnbestrahlung mit, aber dann da vor allem dem Problem auch der Neurotoxizität. Wir machen jetzt einen Cut und einen Sprung von der einen Leitlinie in die andere. Diese Leitlinie, die ist noch nicht publiziert, diese hier ist schon publiziert. Diffus großzelliges B-Zell-Lymphom, häufigste aggressive Lymphom des Menschen und hier das sekundäre ZNS-Lymphom, also Patienten, die ein systemisches Lymphom haben und zusätzlich eine zentralnervöse Manifestation. Und was lernen wir hier? Wie sollen diese Patienten behandelt werden? Wir lernen, dass sie mit Protokollen behandelt werden sollen, die also sowohl den zentralnervösen als auch den peripheren Lymphomanteil erreichen können. Es kommen unterschiedliche Protokolle zum Einsatz und wenn möglich doch eine autologe Stammzelltransplantation. Und das ist tatsächlich die gesamte Empfehlung, die Ihnen als Arzt, als Kliniker an die Hand gegeben wird, um Ihren Patienten zu behandeln. Und das ist jetzt nicht böser Wille oder sowas, sondern das repräsentiert sehr, sehr gut, was wir wissenschaftlich momentan wissen. Andres Ferreri hat sich die Mühe gemacht, die prospektiven Studien für sekundäre ZNS-Lymphome in, ich sag mal, europäischen Raum zusammenzutragen. Und das sind vier an der Zahl. Deutschland, Italien, Niederlande und eine internationale Studie. Und wenn Sie sich das hier anschauen, was für Patientenzahlen hier untersucht wurden, 30, 38, 36 und die größte Studie 75 Patienten. Darauf fußt alle Empfehlungen, die wir haben. Das Alter, diese Studien hören bei 65 respektive 70 Jahre auf. Das heißt, über ältere Patienten wissen wir überhaupt nichts. Das heißt, hier gibt es große Fragezeichen und das bildet die Leitlinienempfehlung sehr gut ab. Wir wollten da versuchen, ein bisschen was dazu beizutragen, ein bisschen vielleicht auch Klarheit zu schaffen und haben an 5 hämatologischen Zentren eben in Göttingen, in Bochum, in Heidelberg, in Stuttgart und in Magdeburg eine retrospektive Analyse angestellt, konnten 124 Patienten mit einem sekundären ZNS-Lymphom identifizieren, die dort in kurativer Intention behandelt worden sind. Und die erste wichtige Information in meinen Augen, das ursprüngliche Lymphom, was es war, das ist tatsächlich natürlich auch, wenn es im Gehirn ist, prognostisch relevant. Also Lymphom im Gehirn ist nicht gleich Lymphom im Gehirn, ganz wichtig. Größte Gruppe DLBCL, mit denen wollen wir uns jetzt weiter beschäftigen.
Erste Frage, Induktionstherapie, da haben wir jetzt lange drüber gesprochen, ist das eigentlich überhaupt wichtig? Man könnte ja gerade nach der MATA-Studie zu Recht fragen, brauchen wir diese ganzen Induktionsschwanz eigentlich oder wollen wir nicht einfach gucken, möglichst schnell Stammzellen sammeln, hochdosige Chemotherapie, dann geht es dem Patienten super. Unsere Daten zeigen ganz klar, dass Patienten, die auf die Induktionstherapie ansprechen, sowohl ein besseres progressionsfreies als auch ein besseres Overall Survival haben. Deswegen ist natürlich eine gute Induktionstherapie auch wichtig für diese Patienten, ganz klar. Jetzt, welche sollen Sie wählen? Ich hatte gesagt, es gibt 4 prospektive Studien, 5 Zentren in Deutschland, 4 verschiedene Therapieprotokolle. Davon ist eins im Sekundärzell-Lymphom überhaupt nicht publiziert. Ja, wird aber eingesetzt, weil wir es aus dem primärzerebralen Lymphom kennen. Wir haben das hier verglichen. Wir hatten gehofft, dass wir vielleicht doch Unterschiede sehen. Aufgrund der kleinen Patientenzahl sehen wir natürlich keine Unterschiede. Das heißt, Sie dürfen weiter in das Protokoll machen, mit dem Sie am ehesten vertraut sind. Nächster Punkt, Konsolidierung, Hochdosis, Chemotherapie, autologe Stammzelltransplantation. Was ist der Stellenwert? Und das sehen Sie, glaube ich, an diesen Kurven sehr, sehr deutlich. Der Stellenwert ist immens hoch. Patienten, die eine Hochdosis Chemotherapie erreichen, autologe Stammzelltransplantation, haben ein deutlich besseres progressionsfreies Überleben und Gesamtüberleben als Patienten, die das nicht erreichen. Das heißt, ganz, ganz wichtig. Wie tut die Hochdosis-Chemotherapie das? Das haben Sie letztendlich jetzt bei der MATIS-Studie so ähnlich gesehen. Sie haben hier einmal den Remissionsstatus von allen Patienten mit diffus großzelligem B-Zell-Lymphom und sekundärem ZNS-Befall nach der Induktionstherapie und nach der Hochdosis-Chemotherapie aufgetragen. Und genauso haben Sie das vorhin auch gesehen. Die kompletten Remissionen nach der Induktion, die sind nicht wirklich häufig. Was wir aber durchaus sehen, ist eben ein Ansprechen im Sinne einer partiellen Remission. Wenn man dann eine Hochdosis-Chemotherapie macht, was erreichen wir? Auch das haben wir vorhin gesehen. Natürlich eine deutliche Verbesserung des Remissionsstatus, ganz klar. Ein wichtiger Nebenaspekt, der aber klinisch total relevant ist, Sie sehen hier 3 Patienten mit stabiler Erkrankung nach der Induktionstherapie und 15 mit progredienter Erkrankung. Was wird mit diesen Patienten in all diesen Studien, die ich Ihnen gezeigt habe, gemacht? Die fallen aus den Studien raus und werden üblicherweise mit der Ganzhirnbestrahlung behandelt. Ja. Wir sehen hier in unseren Daten, die werden an den Zentren in Deutschland aber ganz anders behandelt. Die kriegen nämlich doch die Hochdosis-Chemotherapie und autologe Stammzelltransplantation. Und jetzt kann man sich fragen, ja, seid ihr denn wahnsinnig? Aber offensichtlich tut man den Patienten damit doch etwas Gutes. Wir erreichen hier sogar einige Komplettremissionen und teilweise Langzeitüberleben. Das heißt, ganz wichtige klinische Informationen, die wir hier zusätzlich bringen konnten. Was macht das mit dem Überleben? Wir haben die 4 Induktionsprotokolle nochmal aufgetrennt, nur Patienten untersucht, die auch die Hochdosis-Chemotherapie erreicht haben. Sie sehen klar deutlich besseres PFS und OS. Auch hier keinen deutlichen, ich sag mal, Gewinner. Ja, auch da können Sie weiterhin das Protokoll wählen, mit dem Sie am ehesten vertraut sind. Das ist bei all diesen intensiven Protokollen sehr, sehr wichtig. Aber Sie sehen natürlich hier in Rot das Matrix-Protokoll mit dem kürzesten Follow-up, weil es ja auch am kürzesten publiziert ist. Das hat schon vielversprechende Daten. Mal gucken, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Mein letzter Punkt, den ich mitgebracht habe, ist ein ganz, ganz simpler, weil klinischer Punkt, aber in meinen Augen doch sehr, sehr wichtig. Es geht einfach um den zeitlichen Aspekt der Diagnosestellung. Und das kann durchaus sehr unterschiedlich sein. Der Patient, der vor Ihnen sitzt, kann in seltenen, in Ausnahmefällen ein Patient sein, der ein systemisches Lymphom hat und zusätzlich eine ZNS-Manifestation. Ausgesprochen selten. Es gibt überhaupt keine Empfehlung, wie diese Patienten behandelt werden sollen. Ja, es gibt quasi keine Daten dazu. Beim systemischen Lymphom wissen wir sehr gut aus diversen Studien und Meta-Analysen, dass die Hochdosistherapie in der ersten Linie nicht sinnvoll ist, soll nicht gemacht werden. Steht auch in der S3-Leitlinie so, haben wir da so reingeschrieben. Und Sie sehen, in diesen 4 Zentren, alle diese Patienten wurden mit Hochdosistherapie in der ersten Linie behandelt und es ist wirksam. Ne? Wir sehen hier tatsächlich auch Plateaus und ein Langzeitüberleben. Ganz wichtige Information. Einfach aufgrund der zeitlichen Präsentation. Der zweite Fall in grün, das sind die ZNS-Rezidive. Das ist der klassische Fall, wenn Sie an ein sekundäres ZNS-Lymphom denken. Der Patient hatte mal ein Lymphom, ist behandelt worden, kommt zu einem Zeitpunkt X wieder zu Ihnen in die Sprechstunde und hat neu eine ZNS-Manifestation. Wir sehen hier keine wirkliche Plateauausbildung. Das ist in den anderen Studien auch häufig so gesehen worden. Das heißt, möglicherweise können wir diese Patienten aktuell mit den Therapien, die wir haben, nicht heilen. Aber Sie sehen, wir können durchaus ein mehrjähriges Langzeitüberleben erreichen. Und dann in Blau eine Gruppe, die mir ganz wichtig ist. Das sind Patienten, die haben wir genannt ZNS-POD6, Progression of Disease within 6 months of initial diagnosis. Also der ZNS-Befall, der einfach diagnostiziert wird innerhalb von 6 Monaten
nach der Erstdiagnose eines systemischen Lymphoms. Was sind das für Patienten? Das sind klassischerweise Patienten, die sich noch genau da befinden, wo wir sie jetzt erwarten würden. Die machen nämlich ihre Jobtherapie für ihr B-Zell-Lymphom, so wie wir es am Anfang besprochen haben, seit 40 Jahren total gut. Und jetzt ist die Frage, wie laufen diese Patienten? Man könnte sich jetzt ja vorstellen, die laufen eigentlich total gut, weil sie sind ja quasi so ähnlich wie die De-Novo-SCNSL. Und das Gegenteil ist der Fall. Das sind Patienten, egal wie wir sie behandeln, wir haben schnelle Rezidive, wir kriegen sie nicht eingefangen und wir haben nur in absoluten Einzelfällen Langzeitüberleber. Das heißt, das sind Patienten, wo wir mit allem, was wir wissen, nichts wirklich Gutes anbieten können und wo wir dringend neue Therapieoptionen brauchen. Damit bin ich am Ende meines Vortrags, will kurz zusammenfassen. Primäre CNS-Lymphome, da haben wir zumindest den Ausblick auf die kommende Leitlinie für primäre CNS-Lymphome gesehen. Wir haben gesehen, Matrix, das wird der Behandlungsstandard für die fitten Patienten unter 70 Jahren. Wir haben gesehen, MARTA, Behandlungsstandard für die doch zumindest Hochdosis geeigneten Patienten über 70 Jahre. Wenn die Patienten nicht hochdosisfähig sind, aber MTX tolerieren können, dann analog PREMAIN. Und das soll alles verbessert werden durch die aktuell laufenden Studienkonzepte, wo wir auch in Göttingen uns beteiligen, Optimate und Prima-CNS. Sekundäre CNS-Lymphome, da deutlich weniger klar. Das haben Sie gesehen, die Therapielandschaft ist heterogen. Es gibt überhaupt keine Standards. 4, 5 Zentren, 4 verschiedene Protokolle. Ja. Wir konnten, glaube ich, klar herausarbeiten, dass auch hier die Hochdosis-Chemotherapie ein ganz wichtiger Aspekt ist, den wir anstreben. Das ist an allen Zentren, wird das auch so gehandhabt. Und die Patienten profitieren da eben enorm davon. Und ich glaube, am Ende konnte ich Ihnen auch noch mal zeigen, dass das ein letztendlicher trivialer Aspekt, wie der Zeitpunkt der Diagnose doch prognostisch so wichtig sein kann. Damit bin ich am Ende meines Vortrags, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe gerne für Fragen zur Verantwortung.